Willkommen zu Tag 1 der 7-Day-Challenge der Teefee. Auf dem Menü steht ein Rührei mit Cocktailtomaten und Schnittlauch, ein bisschen Salz und Pfeffer und dazu gibt es einen Erdbeertee. Wir müssen, oder wir dürfen 500 Milliliter davon trinken zu unserer ersten Mahlzeit. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, let's dig in! Und zwar findet ihr hier das Frühstück, was wir gerade gegessen haben. Und was wir natürlich auch gemacht haben, ist diese Übersicht hier. Wir haben uns natürlich gemessen, gewogen und werden alle anderen Details auch nochmal unten im Video einfügen, damit ihr sehen könnt, was eigentlich in den nächsten 7 Tagen mit uns physisch passiert. So, es ist jetzt 11.30 Uhr. Ich habe bereits 1 Liter Flüssigkeit zu mir genommen. Die Anzeige könnt ihr auch hier verfolgen anhand der Tröpfchen. Ich fühle mich eigentlich ganz gut und wir fangen jetzt gleich an, das Mittag vorzubereiten. Da freue ich mich auch schon drauf. Und aktuell, ja, Zucker vermisse ich so in der Form jetzt noch nicht. Alle Rezepte findet ihr in der kostenlosen PDF, die wir auf tee-fee.de zur Verfügung stellen. Könnt ihr euch runterladen und da sind dann noch einige wertvolle Tipps drin, die ihr nutzen könnt. So, wir haben gerade Mittag gegessen und die Sulz waren wirklich zauberhaft, also wahnsinnig lecker. Es ist eins meiner Lieblingsgerichte. Ich bin mittlerweile bei 1,5 Litern circa und laufe permanent auf Toilette, aber ist nicht so schlimm. Genau, jetzt arbeite ich mal weiter und mal gucken, was der nächste Snack sein wird. Also ich glaube, ich werde so gegen 15 Uhr nochmal eine Banane essen. Und genau, dann muss ich auch relativ früh schon Abend essen, weil ich heute auf einer GEV-Sitzung bin, wo es tatsächlich immer sehr viele Kekse gibt und ja, dann werde ich wohl nicht zugreifen. Tag 1 ist jetzt fast vorbei. Habe ich was vermisst? Nein, noch nicht wirklich. Ich habe die empfohlene Trinkmenge erreicht mit knapp 3 Litern. Das ist mir auch nicht wirklich schwer gefallen. Aber ich weiß, dass die nächsten Tage noch etwas schwieriger werden. Aber trotzdem, ich bin sehr zuversichtlich, dass ich weiterhin durchhalte. Also bleibt dran!